Mein Mann hat mir diesen Ammonit im Urlaub gekauft und ich möchte da draußen eine Form machen. Ich habe jetzt hier so einen Pappstreifen, nehme mir Tesafilm, klebe das auf, damit das Silikon nicht an dem Pappstreifen kleben bleibt und ja, packe mir das so ein. Jetzt mache ich da eine Wand raus, also quasi den Kasten für die Form und klebe das dann mit Heißkleber auf einem Bodenteil auf. So, ich gucke jetzt noch, wie das genau passen kann und jo, so wird es dann aussehen. Muss man noch die Größe ein bisschen anpassen und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt habe ich hier meine Heißklebepistole und klebe zuerst den Ammonit fest und zwar mit der Seite, die ich nicht richtig abformen will, nach unten. Weil die schöne Seite muss nach oben zeigen, weil das ist auch dann die schöne Seite, die in der Form dann auch abgebildet wird. Und hier müsst ihr gut aufpassen, dass ihr das wirklich richtig dicht schließt. Jetzt habe ich hier noch so zwei kleine Drachen und diese Form ist nicht so optimal gelaufen. Am besten macht ihr für jedes Teil eine eigene Form, dann habt ihr nicht so Probleme wie ich. Das werdet ihr gleich dann noch sehen, wie das dann nämlich nicht so wirklich gut funktioniert. So, jetzt mische ich mir hier mein Silikon zusammen. Das ist ein 1:1 Mischungsverhältnis. Das heißt, dieselbe Menge A wie B. Und da muss man kräftig rühren. Ich mache das mindestens 3 Minuten, damit einfach ich sicher sein kann, dass alles gut verbunden ist. Und was man auch nicht vergessen darf, ist einfach die Seiten ein bisschen ja, abzuschaben, dass da einfach sich alles vermischt und nicht ein Teil unvermischt bleibt. So. Jetzt lasse ich das Silikon da drauf laufen von etwas weiter oben in einem ganz dünnen Strahl, wie ihr seht. Das verhindert, dass sich auf der Form einfach Luftblasen bilden. Und ja, da gehen die ersten Luftblasen schon raus, wenn man das so ein bisschen ganz dünn reingießt. Und was auch gut ist, wenn man das Silikon seinen eigenen Weg suchen lässt. Das heißt, nicht einfach einmal rundschütten, sondern eher auf immer dieselbe Stelle, damit sich das Silikon seinen Weg einfach suchen kann. So, bei den kleinen Drachen mache ich genau das Gleiche, auch von ein bisschen höher in der Entfernung und ganz dünn. Und wenn ihr das so macht, bei jeder Form wird es auch was.
So, was ihr da hier jetzt sehen könnt, ist ein Leck in der Form. Das ist natürlich nicht so gut und das kann unter Umständen sehr teuer werden. Ich habe dann da mit Druck noch ein bisschen Heißkleber reingequetscht, da ist das repariert und das hat aber zum Resultat, dass da eine Beule erschienen ist in der Form letztendlich. Was der Form eigentlich keinen Abbruch tut, also das hat dann schon trotzdem funktioniert, aber wenn da jetzt ein Stück gewesen wäre, was man hätte abformen müssen, ja, hätte man da ein Problem gehabt in der Form. Wenn man es halt gleich richtig gemacht hätte, hätte man da dann kein Problem gehabt, so wie ich das hier gehabt habe. So, die Formen sind fest und ich bin jetzt am Ausformen. Jo, diese kleinen Drachen, die haben ja jetzt nun einen sehr kleinen Boden. Das heißt, die Öffnung, aus der wir die wieder rauskriegen müssen, ist relativ klein. Den einen habe ich, glaube ich, beim ersten Mal ohne Einschnitt rausgekriegt, aber den zweiten, da werde ich die Form einschneiden müssen. Das zeige ich euch dann gleich. Jetzt mache ich hier noch mit meinem Nagelhautschneider oder wie das Ding heißt, meinen Boden sauber und tue die Kanten, die da hochstehen, ein bisschen abschneiden, damit es einfach ein bisschen sauberer aussieht. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, ein Abo und teilt kräftig meine Videos. Das würde mich sehr freuen und es würde mir vor allen Dingen sehr viel helfen. Schon mal danke dafür. Und ja, ich hoffe, ich kann euch noch ein paar Dinge zeigen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Wenn ihr Fragen habt, lasst mir es in den Kommentaren und ich werde mich darum bemühen, das so schnell wie möglich zu beantworten. So, da führt kein Weg dran vorbei. Der ist noch viel kleiner am Boden wie der andere. Deswegen kriege ich den so nicht raus. Also habe ich mich dazu entschlossen, die Form einfach aufzuschneiden und um den Rohling einfach besser da rauszukriegen. Und ein Schnitt hat nicht gereicht, deswegen mache ich auf der anderen Seite noch einen Schnitt. Und jo, das ist auch überhaupt gar kein Problem, wenn ihr da später beim Gießen einfach ein Gummiband um die Form macht oder ein Tesafilm, dann gibt es auch keine Leckagen, das Harz läuft nicht raus etc., sondern das Silikon schließt auf sich selber ganz gut ab. So, jetzt kommen wir zu dem Ammonit und auch hier habe ich ein bisschen Leckage gehabt, wie ihr seht, aber das war nicht so schlimm wie bei dem kleinen. Und jo, da ist ein bisschen was drunter gelaufen, aber das liegt einfach in der Natur der Sache, weil diese Ammonit ja nicht plan ist unten. Das Entformen geht ganz gut, wie ihr seht, und auch hier bereinige ich die Kanten etc. und jo, dann geht es auch schon ans Ausformen. Hier ist die Öffnung natürlich ja, viel größer und deswegen muss ich diese Form gar nicht einschneiden. Das geht ganz leicht raus.
Jetzt tue ich da noch ein bisschen die Ränder versäubern, wo die ganz dünnen Stellen sind. Das schneide ich ab, das braucht man ja nicht. Und dann ist diese Form fertig. So, jetzt kommt der erste Guss mit dem Ammonit und hier habe ich Porcelino und da habe ich mein altes Porcelino, meine Brösel und meine etwas größeren Stücke einfach mit reingemischt. Und wenn man solche massiven Teile gießt, kann man das auch gut machen. Und wie ihr später seht, wird das trotzdem alle Feinheiten abbilden. Zwischendrin immer gut klopfen, damit ja, die Luftblasen rausgehen. Und hier seht ihr, habe ich noch ein paar andere Stücke, die ich da übrig hatte. Und steckt die auch noch mit da rein. Das sieht man hinterher nicht mehr. Und das ist auch egal, was für eine Farbe die haben. Das Porcelino formt alles ab und verdeckt auch alles dann. Noch ein bisschen auffüllen und immer wieder ein bisschen klopfen und dann ist es soweit. So, und hier haben wir links das Original und rechts die Abformung. Was sagt ihr? Und da ist die Abformung angemalt. Jetzt habe ich noch gleich eins gegossen, und zwar hatte ich da noch Resteharz, das hatte ich da schon rein, das ist jetzt schon fest. Und jetzt habe ich noch in der passenden Farbe Porcelino angerührt und kippt es einfach mit oben drauf. Und wie ihr seht, hier hat es keine harten Bestandteile, da habe ich einfach nur Porcelino angerührt und keine Reste. Und ja, auch das werde ich dann hin und her klopfen und jo, lass das dann hart werden. So, das Porcelino ist fest, es hat sich da hat mit der Farbe hat es ein bisschen ein Problem gegeben, dass ich da, die ich da reingemischt habe. Aber da das der Boden ist, ist das nicht so schlimm, wie ich finde. Und auch hier seht ihr, es geht wirklich gut raus. Und das, was dabei rausgekommen ist, hat mir so gut gefallen. Ja, das musste ich euch einfach zeigen. So, nun schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Ich finde das so geil geworden. Ja, ohne Worte einfach. Ohne Worte. So, das ist einmal anders mit Resteharz und dann mit Porcelino aufgegossen. Also ihr seht, ja, es gibt viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. So, jetzt werde ich auch die kleinen Formen mit den Drachen mit Porcelino ausgießen. Und ja, ich bin ganz froh. Da kann man ganz genau erkennen, wie gut die Form geworden ist, weil bei dem Porcelino, das ist so fein, dass das wirklich alles abbildet, jede einzelne Kleinigkeit. So, da ich von dem anderen, von dem Porcelino Ausformung kein Video gemacht habe, ich dumme Nuss, zeige ich euch, wie ich den ersten Guss aus Harz ausforme und lasse euch dann hinterher noch Bilder da, wie die Drachen aussehen, wenn sie aus Porcelino gegossen sind. Aber hier, so sehen sie aus und wie ihr seht, sie sind doch niedlich geworden.